Die energetische Heilung zieht mich schon sehr, sehr lange an. Alles ist Energie, du bist Energie, ich bin Energie. Und Heilung bedeutet für mich, dass wir immer mehr zurückkehren zu unserer wahren Essenz, zu dem, was da in uns ist, was wir mitgebracht haben, als wir auf die Welt gekommen sind. Und da dieses Strahlen und Funkeln unserer Energie noch da war. Und diese Energie ist im Laufe unserer Konditionierung, Erziehung, unserer nicht gelebten Gefühle, unseres Verbiegens, unseres Anpassens immer mehr von Schleiern bedeckt. Ein Schleier ist zum anderen gekommen, ein Schleier ist zum anderen gekommen. Und unsere Energie ist immer dunkler geworden. Und hier jetzt auf einem Weg, auf einer Reise zu sich selbst, diese Schleier zu lüften, einen nach dem anderen und immer mehr in der Tiefe zu erkennen, ja, wer bin ich wirklich? Wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich unter all diesen Schleiern? Das ist für mich sehr berührend und ich mag diesen Prozess total gerne. Ich habe mich früher so, 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 so wenig getraut. Ich war so voller Angst. Ich hatte immer einen Wahnsinnsdruck in mir, nicht zu genügen. Und ich wollte es doch immer so gut machen, weil ich gefallen wollte und weil ich Anerkennung wollte. Und dieser Druck ist letztendlich. Ja, hat sich in der Form ausgedrückt, dass ich sehr, sehr ruhig, sehr zurückhaltend, sehr still war. Und gleichzeitig wusste ich immer, hier stimmt doch was nicht, hier stimmt doch was überhaupt nicht, weil in mir war so viel Leben und so viel Lebendigkeit. Und so gehört das auch zu diesem Weg hinzu, immer mehr in meinen Ausdruck zu kommen. In meinen Ausdruck zu kommen. Und zwar das auszudrücken, ja, was da wirklich tatsächlich in mir ist, was meine Werte sind, was, ja, was einfach auch mein Weg ist und mein Leben ist. Was ich auch sehr, sehr faszinierend finde, ist, dass ich immer mehr erkenne, dass wir alle diese einzigartige Energie in uns tragen. Du hast dieses einzigartige Schöne in dir, was auch nur du für dich in die Heilung bringen kannst. Das finde ich sehr, sehr berührend, denn so ist gar kein Vergleichen mehr möglich. So ist kein, im Grunde genommen auch kein Verbiegen mehr möglich, kein Anpassen mehr möglich. Denn wenn ich das verstehe und auch gefühlt verstehe, dass ich ja dann immer nicht ich bin, dass ich dann immer nur eine Kopie bin, doch nie mit meiner Kraft und meiner Essenz in Touch bin und die verkörper, dann kann ich es ja tatsächlich auch mehr und mehr und mehr meine Essenz ins Leben rufen. Was mich immer unterstützt hat bei der energetischen Heilung, bei der Heilung an sich, war, dass ich weiß, okay, wir sind von universeller Energie umgeben. Ich darf immer mehr in mein Seelenbewusstsein gehen und meine Seele möchte Erfahrung machen. Die möchte Erfahrung machen. Die findet Erfahrung so cool und einfach lebendig, sodass ich, wenn ich heute meine Schritte setze und auch mal was ausprobiere, diesen Ernst zur Seite gelegt habe. Ich war früher so ernst und vieles war so wichtig. Und ich merke heute, hey, ich darf wirklich lernen, ich darf üben, ich darf ausprobieren, ich darf auch Entscheidungen treffen, wo ich das Ergebnis nicht kenne. Ich kenne das Ergebnis nicht, doch ich merke, ja, da ist was, da ist was, da möchte ich hin. Da zieht mich mein Herz hin, da ruft mein Herz und ich probiere das aus. In dem Wissen, dass
wenn es nicht das Ergebnis hat, was ich mir vorstelle und ich dann wieder einen anderen Weg einschlagen darf, dass es auch eine Erfahrung ist und dass die universelle Energie um mich herum so, so viele Möglichkeiten sieht, die ich in meinem doch so sehr beschränkten Menschenbewusstsein nicht erkennen kann. Und so fühle ich mich in diesem Schritte setzen, in diesem Ausprobieren, in diesem okay, das mache ich jetzt, egal was dabei rauskommt, sehr, sehr unterstützt. In der energetischen Heilung werden dir hochschwingende Energien, ich sag mal, zur Verfügung gestellt. Du kommst mit sehr, sehr hochschwingenden Energien in Kontakt, die dich dabei unterstützen, das, was schwer ist, das, was nicht zu dir gehört, das, was du loslassen darfst, tatsächlich anzuschauen, anzunehmen und dann auch loszulassen. Das ist ein Bewusstwerdungsprozess. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir bewusst wirst, dass du dir bewusst wirst, wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Wo bremse ich mich selber aus? Wo halte ich mich so zurück, wo das überhaupt nicht mehr notwendig ist? Wo möchte ich hin? Wo ist meine Begeisterung? Wo ist meine Freude? Wie kann ich die mehr und mehr ausleben? Und die energetische Heilung mit ihren hochschwingenden Energien unterstützt dich auf deinem Weg zu deiner Essenz, zu deinem wirklichen Sein, zu deinem wahren Sein. Und wenn du neugierig bist auf dich, wenn du neugierig bist auf dich, denn das ist die energetische Heilung, so ja, in der Form, wie ich sie anbete, sie begleitet dich letztendlich zu dir, so wie du bist. In jedem Moment, auch in diesem Moment, in dieses Annehmen, was ist, in diesem Nicht-Verurteilen. Und sie unterstützt dich in deiner Gesamtheit anzunehmen und diesen Weg anzutreten. Zu diesem, ja, das bin ich wirklich tatsächlich.